was wie ein völlig überdimensionierter Schornstein aussieht, hat sowohl einen wirtschaftlichen als auch einen umwelttechnischen Vorteil. Doch was bringt dieser Zylinder? Worum handelt es sich dabei? Und welche Funktionsweise steckt dahinter? Und warum ist die Technologie doch nicht so zukunftsweisend, wie vielleicht angenommen? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Fernews Zukunft, dem neuen Format bei Fernews. Hier werden Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Fährschifffahrt einfach und verständlich dargestellt. Dabei werden technische Zusammenhänge erklärt, einzelne Schiffe näher vorgestellt und zukunftsweisende Technologien erläutert. Wenn du davon in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal. Seit dem 16. Mai 2022 ist nun auch das Fährschiff Berlin der Reederei Scantlines mit einem 30 Meter hohen Rotorsegel der Firma Northpower ausgestattet. Das auch als Flettner-Rotor bezeichnete Rotorsegel nutzt den Magnus-Effekt, um eine Kraft quer zur Windanströmrichtung zu erzeugen. Dabei ist das Prinzip des Rotorsegels schon fast 100 Jahre alt. 1924 stattete Anton Flettner das erste Schiff mit Flettner-Rotoren aus. Doch mit dem Aufschwung der Dampfmaschinen und Dieselmotoren verlor der Rotor mehr und mehr an Bedeutung. Erst in den letzten Jahren kam mit dem Wunsch nach alternativen Antrieben zur Reduzierung der CO2-Emissionen auch der Flettner-Rotor wieder ins Gespräch. Das Rotorsegel bei Scantlines ist 30 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 5 Metern. An den Enden sind jeweils sogenannte Endscheiben angebracht, die die Strömung am Rohr halten und somit den Wirkungsgrad erhöhen. Doch wie funktioniert der Rotor nun genau? Würde der Zylinder starr sein und sich nicht drehen, würde er nur durch seinen Windwiderstand eine Kraft in Strömungsrichtung erzeugen. Dies ist vergleichbar mit einer Hand, die man in einen Luftstrom, beispielsweise aus dem Fenster eines Autos, hält. Die Hand wird dann in Richtung des Fahrtwindes beschleunigt. Je nachdem, wie man die Handfläche ausrichtet, wird sie mehr oder weniger beschleunigt. Je größer die Fläche ist, desto größer ist auch die Kraftwirkung. Aufgrund der geringen Projektionsfläche des Zylinders wäre diese Kraft jedoch verhältnismäßig gering. Wird der Rotor jedoch angetrieben, beispielsweise mit einem Elektromotor, so kommt der Magnus-Effekt zum Tragen. Wenn der Wind auf den rotierenden Zylinder trifft, wird der Wind auf der einen Seite des Rotors beschleunigt und auf der anderen Seite abgebremst. Auf der Seite, wo Windrichtung und Drehsinn des Rotors übereinstimmen, strömt die Luft schneller, es entsteht ein Unterdruck. Auf der entgegengesetzten Seite strömt die Luft langsamer am Rotor vorbei und erzeugt einen Überdruck. Durch den Unterschied der Windgeschwindigkeiten entsteht somit ein Druckunterschied. Um diesen Druckunterschied auszugleichen, wirkt eine Kraft senkrecht zum Wind. Wird der Rotor nun stets so rotiert, dass die Seite des Unterdruckes in Fahrtrichtung liegt, hilft die entstehende Kraft dabei, das Schiff vorwärts durchs Wasser zu schieben. Damit ist es möglich, die Dieselgeneratoren des Schiffes zu drosseln und somit den Treibstoffverbrauch sowie die Emissionen zu reduzieren. Bei Scantlines war es so bei der Kopenhagen, die bereits 2020 ein baugleiches Rotorsegel erhalten hat, möglich, durchschnittlich 4% Emissionen einzusparen, an guten Tagen sogar bis zu 20%. Der Wirkungsgrad von Rotorsegeln ist zudem deutlich höher als bei herkömmlichen Segeln. Das Rotorsegel kann bis zu 10-mal kleiner gestaltet werden als ein Segel und ermöglicht dennoch einen vergleichbaren Vortrieb. Jedoch ist das leider nur die eine Seite der Medaille. Kommen wir nun also mal zu den Problemen des Rotorsegels. Die Drehzahl des Rotors muss an die Windgeschwindigkeit angepasst werden. Das bedeutet, dass bei steigender Windgeschwindigkeit auch die Drehgeschwindigkeit des Rotors steigen muss. Somit muss bei hoher Windgeschwindigkeit eine hohe Antriebsenergie für die Rotoren bereitgestellt werden. Bei niedrigen Windgeschwindigkeiten jedoch fällt ein verhältnismäßig hoher Aufwand für das Betreiben des Rotors an. Bei dann doch eher moderatem zusätzlichem Vortrieb. Daher wurde bei den Rotorsegeln von Northpower auf eine vollautomatisierte Lösung zurückgegriffen. Das System misst die Windgeschwindigkeit und Windrichtung und berechnet anschließend, ob das Rotorsegel die CO2-Emissionen reduzieren kann. Ist dies der Fall, schaltet sich das Segel automatisch ein. Hierbei wurde bereits ein zweiter Aspekt erwähnt. Auch die Windrichtung spielt eine Rolle. Wie bei klassischen Segeln auch, ist beim Rotorsegel eine Fahrt gegen den Wind nicht möglich.
Doch auch ein Vormwindkurs, wie es bei klassischen Segeln noch möglich ist, ist aufgrund der quer zum Wind wirkenden Antriebskraft nicht realisierbar. Die Technologie funktioniert somit optimal, wenn der Wind quer von der Seite bis leicht von hinten zur Fahrtrichtung kommt. Eine Windgeschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde ist dabei laut Scantlines optimal. Die Strecke zwischen Rostock im Süden und Geza im Norden, wo die Fährschiffe Berlin und Kopenhagen eingesetzt werden, ist beinahe rechtwinklig im Verhältnis zu dem überwiegend aus Westen oder etwas selten aus Osten kommenden Wind. Deshalb sind die Verhältnisse hier für Rotorsegel besonders günstig. Für andere Anwendungsgebiete gestaltet sich die Nutzung des Rotorsegels somit jedoch teilweise schwierig. Ohnehin ist ein alleiniger Rotorantrieb nicht möglich, da bei fehlendem Wind kein Vortrieb und somit keine Manövrierfähigkeit gegeben ist. Daher kann ein Rotorsegel stets nur unterstützend wirken. Zusätzlich wurde vor den Häfen in Rostock-Warnemünde und Geza Bereiche festgelegt, in denen das Rotorsegel nicht eingeschaltet wird, um das Manöver des Schiffes nicht zu stören. Dies verhindert jedoch, meiner Meinung nach, eine Emissionsreduktion beim gerade wichtigen Einlaufen in bewohnte Gebiete rund um die Hafeneinfahrten. Der Vorteil der Emissionsreduzierung kommt den Bewohnern somit nur indirekt zugute. Zusammenfassend kann man also festhalten, dass Rotorsegel eher ein Nischenprodukt als eine Technologie für die breite Masse sind. In bestimmten Szenarien, wie beispielsweise bei Scantlines, ergibt eine Nutzung von Rotorsegeln sehr wohl Sinn und führt zu einer nicht zu vernachlässigbaren Emissionsreduzierung. Für die allgemeine Schifffahrt sind Rotorsegel jedoch zu unflexibel und dafür vermutlich in der Anschaffung zu kostspielig. Das Rotorsystem kostet zwischen 1 und 2 Millionen Euro und amortisiere sich, je nach Schiffstyp, nach 4 bis 8 Jahren, sagte Thomas Risky, CEO von Norsepower. Auch die Einschränkungen bei der Ladung bestimmter Schiffe sorgen für Probleme. So eignen sich beispielsweise Containerschiffe nicht für die Installation von Rotorsegeln, da dort schlichtweg der Platz fehle, so Risky. Dennoch sollte man die fast 100 Jahre alte Technologie nicht außer Acht lassen und sie am besten in Kombination mit anderen alternativen Antriebsmöglichkeiten wie LNG oder Hybrid in den möglichen Szenarien auch nutzen. Über LNG als möglichen alternativen Antrieb der Zukunft wird es auf diesem Kanal demnächst auch ein Video geben. Abonniere also gerne den Kanal, um dran zu bleiben und nichts mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis demnächst.